wenn wir auch sagen müssen, dass aufgrund der Entwicklung dann in Finanz. Nous avons échangé sur la question de nos ambitions, ambitions en matière de finances publiques, sur nos objectifs que nous partageons. Nous avons pour ambition les uns et les autres d'assainir nos finances publiques, de parvenir à un endettement maîtrisé dans le cadre de nos programmes respectifs de réforme. Guten Tag, Effekten, aber auch wegen des doch sehr starken ersten Quartals. Wir erwarten also schon eine. Nous avons obtenu que l'ECOFIN inscrive à son ordre du jour de la réunion d'octobre l'examen de la situation et les propositions pour permettre une meilleure coordination, une meilleure régulation, plus de transparence sur les marchés. La deuxième étape, c'est évidemment celle des assemblées annuelles du Fonds monétaire international, à l'occasion de laquelle ce sujet sera également abordé. Et puis l'étape suivante étant celle du G7, qui lui aussi évoquera ces situations. Les Verspannungen an den Finanzmärkten lange anhalten werden. Es geht nicht um rechtliche Regulierungen, sondern es geht darum, Verabredungen zu treffen, Guidelines, Standardsetzungen, Verhaltenskodex, also ein Code of Conduct, selbst implementiert und auch überwacht von einer Finanzindustrie selber, die vielleicht ein zunehmendes Eigeninteresse daran hat, gerade unter dem Eindruck der jetzigen Erfahrungen. Die kommen ja selber zu dem Ergebnis, dass die Marktintegrität stärker unterstützen. Hintergrund, dass die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland nach wie vor positiv ist und wir hier doch erheblich vorangekommen sind mit den Beschäftigten. Und ich warne davor, die Bilder aus Großbritannien einfach zu übertragen auf Frankreich und Deutschland, weil das unterstellt, dass so etwas hier drohen könnte und dafür gibt es keinerlei Indizien. Das ist ein Beitrag, den wir leisten müssen für ein verantwortungsvolles Handeln in Deutschland und in Frankreich. Herr Leicht, dann würde ich Sie bitten, dass Sie, wenn Sie aufgerufen sind, von den Mikros Gebrauch machen.